Herzlich willkommen bei Autark, dem E3DC-Magazin. Heute wieder mit Dr. Andreas Piepenbring, Chef von E3DC. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer sagen ja im Chat immer, Herr Dr. Piepenbring, Sie lieben unsere Talks. Wir sind ja das Traumpaar des deutschen Energiewende-Fernsehens. So, Familie Knall aus Ingolstadt haben den Weg zur Eigenversorgung mit regenerativer Energie geschafft. Für Komfortstrom und für Wärme. Wie es die Knalls gemacht haben und wie die Auswertung aussieht, das wollen wir uns heute in der Sendung genauer angucken. Aber zuerst mal zeigen wir Ihnen das Beispiel aus Ingolstadt. Ein Holzrahmenhaus und eine in das Dach integrierte Photovoltaikanlage, eine sogenannte Indachlösung. So sieht es jetzt hier aus, bei Familie Knall in Ingolstadt. Ferdinand Bauer von Bauer Energietechnik hat technisch alles geplant und realisiert. Eine Eigenenergieversorgung wollte Familie Knall. Und so ist die Ausgangslage. Das Haus verfügt über eine Wohnfläche von 210 Quadratmeter und wird von zwei Erwachsenen und zwei Kindern bewohnt. Energie für Komfort, Strom und Wärme möchte man produzieren. Strom aus dem Netz kostet hier 27 Cent pro Kilowattstunde. Und das Haus wurde in Holzständerbauweise errichtet. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal ein Haus baue, also wirklich eins baue, dann würde ich gern ein Holzhaus bauen. Einfach vom ökologischen Grundgedanken her. Das hat mir einfach immer gut gefallen. Und so geschah es. Nicht nur über das Baumaterial selbst wurde von Anfang an ökologisch nachgedacht, sondern auch über die Energieversorgung. Wir haben schon von Anfang an überlegt, dass wir eine Photovoltaikanlage einsetzen werden. Mitunter auch, weil für uns von Anfang an klar war, also unabhängig Holz aus Jahren, nein, dass wir keine Gas- oder Ölheizung verwenden werden. Dementsprechend haben wir uns dann auch für eine Wärmepumpe entschieden. Und da brauchst du dann schon ein bisschen Unterstützung, was den Strombedarf angeht. Und dann im Zuge der, sagen wir, der Baumaßnahmen, als es dann soweit war, dass wir uns die Photovoltaikanlage angesehen haben, haben wir eben festgestellt, das würde bei uns auch Sinn machen, dass wir tatsächlich das komplette Dach eindecken, weil das Haus insofern optimal steht von der Ausrichtung her. Und letztlich haben wir uns dann tatsächlich dazu entschieden, dass wir komplett Dachanlage machen. Und ja, bis jetzt war das auch eine gute Entscheidung. Heute läuft alles. Was man dazu braucht, ist längst kein Hexenwerk mehr. Familie Knall hatte den großen Vorteil, dass sich bei einem Neubau gleich alles richtig machen lässt und baute die eigene Energieversorgung gleich von Anfang an mit ein. Ja, wir haben auf dem Dach eine Indachanlage, auf beiden Dachhälften mit 15 kW Peak circa. Im Keller wird das Ganze gemanagt von einem E3DC-System. Da sind aktuell 11,5 kW Akkuleistung verbaut. Für den Heizbedarf haben wir eine Wärmepumpe kombiniert mit Lüftungsanlage, eine Luftwärmepumpe kombiniert mit Lüftungsanlage. Und letztlich, um das Haus im Prinzip abzurunden, haben wir auch für die Steuerung ein KNX-System eingebaut. Im Keller steht jetzt ein Hauskraftwerk für das Energiemanagement und die Stromspeicherung. Und daneben die Luftwärmepumpe sowie die Lüftungsanlage. Das ist auch schon alles. Die Konfiguration. Eine Photovoltaikanlage mit 15,3 kW Peak auf der Süd- und Nordseite des Hauses. Der Stromspeicher ist ein E3DC-Hauskraftwerk mit zunächst drei Batteriemodulen. Nach einem Jahr Betrieb stellte sich heraus, dass man mehr Speicherkapazität benötigte und rüstete mit zwei Batterien nach. Nun haben die Knalls 13,5 Kilowattstunden Speicherkapazität. Dazu dann noch eine Novelan Luft-Wasser-Wärmepumpe aus Franken. Konzipiert und eingebaut wurde alles von der Firma Bauer Energietechnik aus Ingolstadt und Pollenfeld-Breit. In dem schicken Solarcenter findet eine umfangreiche Beratung zu Beginn statt. Denn das ist das A und O für eine erfolgreiche Lösung. Man muss vorher genau wissen, was man will. Und dafür ist der Besuch im Solarcenter genau der richtige Weg. Denn es geht darum, Solarstrom richtig zu erzeugen, richtig zu speichern und intelligent zu nutzen. Unabhängig von steigenden Strompreisen zu werden und schon heute die Kilowattstunde zur Hälfte des heutigen Preises vom Energieversorger selber zu produzieren. Das geht. Seit 30 Jahren ist die Bauer Energietechnik am Markt und das 15-köpfige Team hat inzwischen mehr als 4000 Anlagen aufgebaut. Heute ist man Marktführer in der Region Eichstätt-Ingolstadt.
Bauer Energietechnik setzt beim Thema Hauskraftwerk Stromspeicher vor allem auf E3DC. Wenn die Kunden zu uns kommen, dann wollen sie in erster Linie meine Photovoltaikanlage zum Heizen. Also sie kommen schon mit der Idee Wärmepumpe, Stromheizung und möchten diesen Strom mal selbst herstellen. Wir empfehlen ihnen dann dazu natürlich neben der Photovoltaikanlage einen Speicher. Und wir haben dazu einen einfachen Rechner entwickelt, wo wir ihn mit drei Mausklicks dem Kunden selbst zeigen können, dass er mit einem Speicher seine Autarkiequote verdoppelt, also den Anteil des Stromes, den er für sein Haus, für seinen Stromverbrauch, für seine Heizung selbst macht, dass er den mit dem Speicher einfach wesentlich erhöhen kann. Also wenn ein Kunde zu uns kommt mit dem Wunsch nach einer Photovoltaikanlage, in der Regel 5 bis 10 kW, dann zeigen wir unseren Einsparrechner, der auf unserer Homepage auch bedienbar ist, und sagen ihm, bei einer Photovoltaikanlage hat er jetzt im Ausgangszustand mal ohne Photovoltaikanlage einen Netzbezug mit 100%. Und mit der Photovoltaikanlage hin und zum Beispiel jetzt 8 kW, einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 5000 Kilowattstunden, spart er mit einer Photovoltaikanlage 34% seines Stromverbrauchs. Mit einem vorgeschlagenen Speicher von beispielsweise 5 Kilowattstunden Kapazität verdoppelt er seine Autarkiequote auf 61%. Und so ist es bei Familie Knall auch gekommen. In der praktischen Erfahrung stellte sich sehr schnell heraus, dass zwei Batterien nachgerüstet werden mussten, um mehr Energie speichern zu können. Jetzt ist der Grad der Eigenversorgung mit selbstproduziertem Strom ganz hervorragend. Also wir haben hier eine Autarkiequote, das sehen wir hier auf dem iPad, Herr Knall. Jetzt im September, wenn wir mal den Monat betrachten, von 97%, also bei einem Hausverbrauch für den 4-Personen-Haushalt inklusive der Heizung oder der Warmwasserbereitung Autarkiequote 97%, ein Netzbezug von den Stadtwerken von nur 8 Kilowattstunden. Ja, das ist schon sehr gut. Also wir haben hier in dem System, im Anschlussfeld kann man das sehen, einen Erzeugungszähler, weil wir ja über 10 kW Peak sind, zählen wir hier auch nochmal die Gesamtenergiemenge, die erzeugt wird, und haben ein Notstromrelais nachgerüstet, dass also bei Stromausfall Sie automatisch im ganzen Haus Strom haben. Auf allen Phasen, auf allen Steckdosen steht Ihnen dann weiterhin der Netzstrom zur Verfügung aus dem Speicher und was gerade von der Sonne kommt. Es ist schön zu wissen, dass man, wenn Stromausfall ist, nicht darauf angewiesen ist, wann der Strom wiederkommt, dass man einfach eine gewisse Zeit den Strom weiterhin hat, ist schon ein gutes Gefühl. Mit der Hochleistungssteuerungselektronik Trilink sind die Knalls unabhängig vom Netz. Denn beim Inselbetrieb kann nicht nur Energie aus der Batterie gezogen werden, sondern es lässt sich ebenfalls über die Photovoltaikanlage frischer Strom verbrauchen und speichern. Und ansonsten läuft es mit der Energieproduktion prächtig. Wir sehen jetzt hier auf dem Display vom E3DC die aktuellen Werte. Heute ist ein relativ schattiger Tag. Aktuell produzieren wir ca. 4000 Watt Strom. Die verteilen sich dann, wie man hier sieht, ca. 2900 Watt laufen in die Batterie. Die ist Stand jetzt bei 60% geladen. Und der Rest, hier sieht man, wir haben einen aktuellen Hausverbrauch von ca. 350 Watt und den Rest speise ich eben ins Netz ein. Dementsprechend haben wir auch hier die Eigenverbrauchs- und Autarkiewerte. Die externe Quelle, die hier angezeigt wird, wäre ein zusätzlicher Stromerzeuger, den wir bei uns im Haus jetzt nicht haben. Auch die Luftwärmepumpe verrichtet wie geplant ihren Dienst. Auf der Seite zieht die Pumpe die Luft an, komprimiert sie in einem Kompressor und wird dann abgegeben. In dem Kombigerät ist auch ein Brauchwasserspeicher enthalten. Wir nutzen die Wärmepumpe
für den Betrieb der Heizung. Wir haben bei uns eine Fußbodenheizung auf beiden Ebenen installiert und für die Brauchwasserbereitung. 2016 lässt sich schon komplett auswerten. 6200 Kilowattstunden war der Bedarf für Strom und Wärme. Davon brauchten die Knalls 2700 Kilowattstunden für den Komfortstrom und 3500 Kilowattstunden für die Wärmepumpe. Die Photovoltaikanlage produzierte gigantische 12.756 Kilowattstunden Energie, weit über den eigenen Bedarf hinaus. Durch die damals noch fehlenden Batterien betrug die Eigenstromquote nur 30% und auch die Autarkie mit 56% ist zu gering. Dadurch betrug der Netzbezug noch 44%. Aber heute ist das anders, wie wir schon gesehen haben. Die Erfahrungen bisher sind durchwegs positiv. Rein finanziell, sagen wir mal so, rechnet sich es auf jeden Fall. Wir haben, natürlich ist es abhängig von der Jahreszeit. Im Sommer zum Beispiel, da haben wir von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang produzieren wir Strom. Dadurch, dass wir eben von der Ausrichtung, wir haben einen Südost- und ein Nordwestdach. Dadurch, dass das Haus so gelegen ist, produzieren wir den ganzen Tag über Strom. Da brauchen wir eigentlich auch kaum Strom vom Netzanbieter. Mit der Wärmepumpe an sich sind wir jetzt auch zufrieden. Da bin ich noch, das mache ich in dem Zuge selber, da bin ich noch an der Konfiguration, was die Kurven anbelangt. Dass wir da noch ein Optimum erreichen. Wir fahren da ziemlich niedrig vom Wärmebedarf. Mitunter auch geschuldet dem Holzhaus. Das Holzhaus an sich braucht nicht so wahnsinnig viel Wärme, weil es auch ziemlich gut speichert, selbst im Winter. Bestimmte Sachen versucht man doch so zu machen, dass man praktisch tagsüber den Strom nutzt, den was man produziert. Man sagt, in der Früh schmeißt man den Geschirrspüler an oder die Waschmaschine. Die stelle ich auch ganz oft mit der Zeitschaltuhr, dass die dann in der Früh einfach schon losläuft. So lebt Familie Knall jetzt zufrieden und erfolgreich mit ihrer eigenen Energie. Und genau so könnten es Millionen von Menschen in Deutschland ebenfalls machen. Auch mit einer Nachrüstlösung für ältere Häuser. Also im Einfamilienhaus installieren mittlerweile 2 von 3 die Photovoltaikanlage mit Speicher aufgrund eigentlich unserer Empfehlung und unsere Referenzen, die wir Ihnen dann auch live zeigen können, was denn im einzelnen Haushalt wirklich tagsüber und dann auch nachts mit dem Speicher stattfindet. Eigene Tomaten, eigene Energie. Bleibt die Frage, was empfiehlt Familie Knall? Können Sie die Eigenproduktion von regenerativer Energie Ihren Nachbarn ebenfalls ans Herz legen? Oder ist es einfach nur ein Projekt des ökologisch guten Willens? Oder beides? Passt Ökonomie und Ökologie zusammen? Ich würde jedem empfehlen, der darüber nachdenkt, eine Photovoltaikanlage zu machen. Aus ökologischen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen. Es rentiert sich auf jeden Fall. Es ist Zukunft. Also es ist ein Modell für die Zukunft, meines Erachtens. Und die Zukunft für die Knalls? Man hat ja noch rund 6000 Kilowattstunden Strom jedes Jahr übrig. Daraus lässt sich Mobilität machen, Elektromobilität. Denn die Energiewende bietet alles. Eigenversorgung für Strom, Wärme und Mobilität. Und alles rund 50% billiger als mit konventioneller Energie. So fahren wir in die Zukunft. Ja, Herr Dr. Piepenbrink, also mir ist dieses Beispiel total sympathisch, weil es ist vieles gemacht worden, was viele wiederum nicht machen. Erstens haben sie ein Holzhaus gebaut. Viele würden ja sagen, macht Passivhaus oder sowas ähnliches. Aber die haben das gemacht, haben gesagt, ökologische Baustoffe und angenehmes Raumklima. Ich finde das genau richtig. Wie finden Sie das? Ja, zunächst sind wir ja hier in Bayern, einem der schönsten Bundesländer mit 7 Regierungsbezirken, ist ja auch noch Oberbayern. Da sind ja Holzhäuser und der Holzhausanteil sowieso höher als in der Bundesrepublik. Aber ich finde das toll gemacht, vor allen Dingen die energetische Konfiguration, also mit der Luftwärmepumpe und der Innendachlösung ist natürlich für ein Holzhaus ideal. Ja, und es ist immer gut zu sagen, man setzt wirklich einfach mal als Baustoff
Holz, das ist ja in Deutschland fast so ein Baustoff, wo man sagt, das machen die Amerikaner, die Kanadier, wir weniger. Aber es funktioniert, wie man sieht. Ja, ist richtig. In Deutschland gilt das immer noch so ein bisschen als gefühlt weniger wertig als Stein. Aber es ist natürlich barer Unsinn, weil die Haltbarkeit eines Holzhauses ist wahrscheinlich höher und muss auch später saniert werden als ein Steinhaus. Und ich glaube, Holzhäuser sind sehr stark auf dem Vormarsch. Sind die Dämmwerte dann wirklich so wesentlich schlechter? Naja, sie haben ein gesünderes Raumklima, weil einfach Holz ein natürlicher Werkstoff ist und sie haben auch eine andere Feuchtigkeitsbildung und eine andere Durchlüftung und tendenziell würde ich sagen, man hat weniger Rheuma im Alter. Okay. So, dann haben die Knalls etwas gemacht, habe ich ja gerade gesagt. Sie haben sich eine Indachlösung gegönnt, die eigentlich gar nicht so wesentlich teurer ist als eine Aufdachlösung. Sieht viel, viel besser aus. Und man muss mal ganz klar dazu sagen, das Gerücht, dass eine Indachlösung so wesentlich schlechter ist von den Leistungswerten, mit dem kann man aufräumen, Herr Dr. Piepenbrink, so schlecht sind die Erträge gar nicht mit so einer Anlage. Naja, in erster Linie ist sie ja mal im Dach, das heißt, es spart ja auch Dachziegel, die man sich sonst von Herrn Mast besorgen müsste, der die noch nicht hat. Nein, Scherz am Rande. Also eine Indachlösung ist grundsätzlich mal etwas aufwendiger, aber sie ist ja hier gut gemacht, ein Schweizer Produkt von Meyer Burger. Das heißt, hinterlüftet, also auch bei höheren Temperaturen hohe Ertragswerte, weil Sie wissen ja, je höher die Temperatur ist, umso geringer ist die Leistung bei Photovoltaikmodulen. Und ist eigentlich auch ein Witz, aber Hagelklasse 4 muss man in Bayern auch mitrechnen. Also sind 40 mm Hagelkörner, die das aushält und sieht auch toll aus. Also man sieht ja, dass auf dem verhältnismäßig mittelgroßen Dach eine sehr große Photovoltaikanlage Platz hat. Von daher ist die Diskussion ja komplett obsolet. Bei der Gelegenheit möchte ich auch nochmal sagen, Herr Bauer ist ja einer unserer erfahrensten und langjährigen Installationspartner, der weiß schon, was er machen muss. Ja, Herr Bauer gehört zur E3DC-Elite, muss man ganz klar sagen. Und sein Center ist ja auch total toll. Also was er da aufgebaut hat, das ist schon große Klasse. Also Indachlösung ist gut, funktioniert. Interessant auch, Nord-Süd-Dach ist komplett belegt worden. Ja, die alte Diskussion, ob jetzt das Norddach belegt werden soll oder nicht, ist so ein bisschen obsolet, weil insbesondere wenn man eine große Anlage hat und jetzt wirklich, man möchte ja seine persönliche Energiewende machen und nicht nur Strom verkaufen. Und daher ist ja gerade die Norddach-Geschichte letztlich eine Ertragsgeschichte in sonnenschwachen Zeiten. Das heißt, dieses Haus hat ja eine ganz besonders hohe Kurve in den Übergangszeiten. Das heißt, man hat hier sehr viel investiert, einmal durch die Photovoltaikanlage selbst, also eine sehr hohe Leistung, wesentlich höher als 10 kW. Und auch durch die Speicherkonfiguration kriegt man halt hohe Unabhängigkeitswerte im Februar, März und auch September, Oktober, was ja Herr Bauer sehr eindrucksvoll jetzt bewiesen hat im Film. Aber das gilt auch, wenn Sie direkt das Jahr 17 mit 16 vergleichen, ist die Autarkiequote, ich habe es mal nachgeguckt gerade, also im Februar und März ist die zwischen 30% und 40% besser als das Vorjahr. Das heißt, da ist alles richtig gemacht worden in puncto Unabhängigkeit. Ja, zu dem Thema wollte ich jetzt kommen. Eine kritische Frage habe ich noch. Die Familie hat sich für eine Luftwärmepumpe entschieden. Das ist, sagen wir mal, energetisch nicht das Beste, was man kriegen kann. Erdwärmepumpe und Geothermie ist vielleicht noch ein bisschen besser. Müsste man nicht sagen, Mensch Leute, geht gleich auf eine Erdwärmepumpe oder auf Geothermie, anstatt eine Luftwärmepumpe zu nehmen, auch wenn sie billiger ist? Hängt ja so ein bisschen vom Ort ab und vom Investment. Und in dem Fall kann man ja nur sagen, der Familie Knall hat ja alles richtig gemacht, weil der Jahresstromverbrauch liegt bei 3.500 Kilowattstunden mit dem Splitgerät und mit der Luftlösung. Okay. Und da würde ich jetzt mal sagen, ja, man hätte da vielleicht noch 500 Kilowattstunden holen können, aber die kann man auch besser in die Photovoltaikanlage investieren. Das heißt, da muss man nicht ins Erdreich rein, sondern lieber aufs Dach. Also ich kann nur sagen, alles richtig und wartungsarm und Also der Energieverbrauch der Luftwärmepumpe ist so, dass man sagen kann, völlig okay, völlig akzeptabel. Ja, etwas höher als der Komfortstrom, aber unteres Ende. Ja. Und dann für die Hausgröße unwahrscheinlich niedrig. Wir rufen uns jetzt nochmal den Steckbrief hervor, und zwar mit der Eigenstromversorgung, wie hoch die Eigenstromnutzung ist und wie hoch die Autarkiequote war. Und da können wir sehen, fürs Jahr 2016, meine Damen und Herren, ist eigentlich die Autarkiequote nicht so richtig gut. Man hat dann Batterie nachgerüstet. Ist die Ausrüstung mit dem Speichern, hat man dann Fehler gemacht? Ist da zu wenig Batterie reingesteckt worden?
Naja, wenn ich jetzt sage, als Nicht-Installateur, der Herr Bauer hat einen Fehler gemacht, das wäre ja lächerlich, weil grundsätzlich ist die Auslegung mal richtig gewesen, weil für 6200 Kilowattstunden Stromverbrauch ist eine 6,9 Kilowattstunden Speicherung erstmal richtig. Mhm. Aber in dem speziellen Fall sind ja unsere Systeme nachrüstbar bzw. modular. Das heißt, da ist alles richtig gemacht worden, denn man hat erstmal geguckt, wo liegt man denn und wie viel Bedarf hat man denn noch. Und man hat ja dort eben rausgefunden, dass man in den Übergangszeiten die Autarkiequoten deutlich hochkriegen kann. Und hier liegt ja noch ein spezieller Fall vor, weil die Anlage halt sehr, sehr stark ist. Das ist ja keine 9,8 oder 9,9 kW, sondern gleich 15,3, was dann wieder wirtschaftlich Sinn macht. Weil man muss ja Eigenstromumlage bezahlen, aber der Mehrverkauf vom Strom bei einer so großen Anlage wiegt das locker auf. Mhm. Wiederum gute Beratung von Herrn Bauer. Und ja, das macht absolut Sinn, weil auch die große Photovoltaikanlage halt nachweislich im Januar, ich habe mal nachgeguckt, selbst im Januar waren es noch 100 Kilowattstunden, die über die Batterie gelaufen sind. Also über die Batterie und 140 Direktverbrauch. Und im Februar waren es 200 Kilowattstunden. Und 200 Kilowattstunden Direktverbrauch, selbstverständlich ist die größere Batterie in dem Fall gerechtfertigt. Ja? Mhm. Und ob das jetzt ökonomisch ist, darüber kann man lange streiten. Mhm. Aber er könnte das ja auch einspeisen. Und dann ja, er könnte es auch einspeisen, dann. Aber das Thema hatten wir ja schon. Es geht ja nicht darum, nach dem Staat zu rufen oder immer Förderungen zu nehmen, sondern in dem Fall ist man halt autark, ja? Mhm. Weniger kaufen, mehr selber machen. Hätte man denn nicht sagen können, hey, wir packen, wenn ich so eine große Photovoltaikanlage habe, wir packen gleich kräftig Batteriespeicher rein, wir hauen alles rein, man kann ja bei Ihnen, glaube ich, bis 13 Kilowattstunden reinschieben. Das wäre etwas, wo ich jetzt so gesagt hätte, komm, gleich alles mitmachen, rein damit. Aber warum? Kann man tun? In dem Fall war das doch in diesem Fall sogar eine kluge Wahl, weil der Kunde jetzt sozusagen schwarz auf weiß hat, was mehr Batterie an mehr Autarkie bringt, wo sich auch so ein Hersteller wie wir jetzt recht schwer tut, das auf die Kilowattstunde pro Monat, pro Tag genau zu sagen, weil das muss man simulieren. Wir werden übrigens diese Funktionalität in den nächsten Monaten bereitstellen. Das heißt, jeder Kunde kann genau ausrechnen, aufgrund von seinem Vorjahreslastprofil, wie viel mehr Speicher bringt. Und nee, ich kann das nur begrüßen, so ein Vorgehen. Ja. Und die Anlage ist ja jetzt auch schon aus 2015. Das Kaufverhalten hat sich etwas geändert. Die Leute, das Thema ist angekommen. Ja, ist schon richtig. Heute, wir sind bei 10 Kilowattstunden mittlerer Speichergröße, aber 2015 waren wir bei 7. Ich kann da trotzdem keine, die Vorgehensweise ist absolut klug und moderat. Also ich glaube, man kann durchaus sagen, früher gab es ja die Hausregel 111, eine Kilowattstunde Verbrauch, Korrekt. Eine Kilowattstunde Speicher, eine Kilowattstunde Photovoltaikanlage. Mhm. Verbrauch und Speicher haben erstmal zusammengepasst in der Konfiguration von Herrn Bauer. Und jetzt stellt man eigentlich fest, wir haben so viel Strom, wir haben so viel Energie, mehr Batterie bringt uns mehr Autarkie. Naja. Deshalb werden wahrscheinlich Nachrüstungen in Zukunft stärker vorkommen mit solchen Erfahrungswerten. Also der Standardkommentar zu der Anlage von Herrn Knall, von einem Standardinstallateur, wäre, Photovoltaikanlage ist etwas zu groß, Speicher war etwas zu klein. Aber das ist trotzdem richtig, weil die Photovoltaikanlage perfekt ausgelegt ist für eine hohe Autarkiequote und auch eine Menge Verkauf erfolgt. Das heißt, die Amortisation ist grundsätzlich besser von einer. Also es ist gar keine Frage, dass eine 15,3 kW Peak-Anlage eine bessere Amortisationszeit hat als eine 9,7. Nur, sie hat halt auch etwas höhere Investitionskosten, aber ich sag mal, das Geld ist eh nichts mehr wert. Es liegt auf der Bank rum und sie haben Negativzinsen und Herr Knall hat jetzt die Investition auf dem Dach. Also das hat er seine eigene Bank. Also das ist alles richtig. Und was den Stromverbrauch angeht, die 1:1-Regel mit dem Speicher gilt halt in der Regel für Nicht-Wärmepumpensysteme. Weil bei der Wärmepumpe brauchen sie halt in den sonnenschwachen Zeiten, müssen sie halt mehr Power auf dem Dach haben und auch eher weniger jetzt im Januar, aber im Übergang macht dann etwas größerer Speicher schon Sinn, weil sie dann noch die letzten Kilowattstunden einsammeln können. Herr Bauer, wenn Sie jetzt zuschauen, ich möchte noch mal meine Begeisterung für Ihre Konzeption ausdrücken, denn ich bin wirklich dafür, wenn ich die Dachfläche habe, mache ich so viel rauf, wie irgendwie geht. Also zu sagen, oh, man verzichtet jetzt noch auf die Möglichkeit, wenn man es macht, dann richtig, und ich bin wirklich dafür, die volle Dachbelegung auszunutzen und sich dann voranzuarbeiten, wie man es hier gemacht hat. So, jetzt aber hat Familie Knall ja immer noch 6000 Kilowattstunden
übrig. Und am Ende des Films haben Sie die Zukunft ja schon gesehen, Dr. Piepenbrink. Elektromobilität bietet sich ja mit 6.000 Kilowattstunden, die ich übrig habe, an, fast wie Faust aufs Auge jetzt, oder? Ja, Familie Knall könnte sogar im Winter fahren teilweise mit Eigenstrom. Und das ist die ganz logische Schlussfolgerung. Also dazu muss man jetzt nicht einen Laudelei mit seinem Mehrfamilienhaus herholen, weil es ist klar, dass die Autos direkt geladen werden können und sogar zwei in dem Fall oder mehr als zwei. Ich meine, wahrscheinlich sogar drei Autos und das ist ja ideal. Also nicht nur vom ökologischen Standpunkt oder vom Effizienzstandpunkt, sondern auch vom monetären Standpunkt. Ich sage das ja immer, das wird nicht mehr lange so bleiben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man in 10 Jahren umlagefrei noch sein Auto betanken darf. Und das ist die logische Konsequenz. Ja, also hier deutet sich das an, was wir schon mal in früheren Sendungen gehabt haben unter dem schönen Begriff Sektorenkopplung. Sektorenkopplung heißt Verbindung von Wärme, Strom, Mobilität. Für Familie Knall ist das jetzt eigentlich genau der Punkt. Mit ihrer starken Photovoltaikanlage, mit ihrem starken Speicher könnte die Familie jetzt sozusagen die Sektorenkopplung für sich komplett machen und bei 6.000 Kilowattstunden Strom, den man über hat, kommt eine ganze Menge Mobilität raus. Absolut, ja, die werden, wenn sie es richtig machen, mit 2 Autos zu 80-90% das ganze Jahr autark rumfahren. Sagen wir 70, wenn man nicht drauf guckt. Wir haben ja diese, mit der Wallbox, die hinter uns ist, die Möglichkeit, auch intelligent umzuladen, das heißt Netzstromvermeidung. Ich meine, dann kostet die Betankung des Autos halt 12 Cent, weil die nicht eingespeist wird. Rechnen Sie es mal aus, dann sind Sie bei 1,80 Euro oder 2 Euro für 100 Kilometer elektrisch zu fahren. Ja, billiger geht's nicht. Billiger geht's nicht und die Wärmepumpe hat er eh schon. Also in dem Fall fällt mir nicht mehr viel ein, was man da noch verbessern kann. Ja, also vielleicht könnte man das als kritischen Punkt nochmal anbringen bei Herrn Bauer. Herr Bauer, haben Sie eigentlich die Wallbox gleich mit angeboten? Also viele sagen ja, kann man da nachrüsten, wenn es zu weit ist und so weiter. Und die Wallbox wird auch noch billiger und so weiter. Ich bin der Meinung, hey, mach den Sack zu, die Wallbox, was weiß ich, was kostet die 1.800 Euro mit rein, hinterher den Installateur wieder kommen zu lassen, eine Strippe zu ziehen und dann rein. Das ist doch, das so ein Preisverfall gibt es doch gar nicht. Deshalb ist mein Credo, kommt, wenn ich so eine Anlage aufbaue, Photovoltaik, Speicher, also Hauskraftwerk, Wallbox rein, Luftwärmepumpe, dann hat man es gleich komplett gemacht. Ja, es gibt ja solche und solche Menschen, also ich denke mal, sowohl Herr Bauer wie Herr Knall haben darüber gesprochen und ja, grundsätzlich ist das richtig, aber vielleicht vor 2 Jahren war das Thema noch nicht so aktuell und warum soll man sich dann... Sie müssen jetzt sagen, Herr Ferenczky, Sie haben völlig recht. Wenn ihr eine solche Anlage macht, baut die Wallbox doch gleich mit ein. Was soll denn das hinterher? Weil dann komme ich ja immer noch nicht dazu. Kaufen Sie sich ein gebrauchtes Elektroauto, altes Auto verkaufen, Elektroauto ran und dann hat man sofort den vollen Benefit der Anlage. Also wir haben ja Statistiken gemacht, das stimmt schon. Also es ist schon ein Trend erkennbar mit einem deutlichen Marktzuwachs von elektrischen Lademöglichkeiten. Das heißt, jedes 17. System von E3DC hat jetzt mittlerweile im Neukauf eine Wallbox, aber eben nur jedes 17., 16 nicht. Und wahrscheinlich, wenn wir uns in einem Jahr treffen, ist es jedes 12. und so weiter und so weiter. Aber Elektromobilität, wissen Sie ja, ist in Deutschland noch nicht angekommen. Und selbst wenn der Herr Knall jetzt eine tolle Wallbox hätte, dann wäre ja sein nächstes Problem, welches Elektroauto nimmt er denn? Und außer dem BMW i3 fällt mir da nicht so besonders viel ein. Ganz viele. iMEV, Nissan, Leaf. Also es gibt da wirklich tolle Elektroautos, die man auch, ich weise nochmal auf unsere Sendung über gebrauchte Elektroautos hin, für ein paar tausend Euro kann man in die Elektromobilität gut mit einsteigen. Aber der Herr Knall hat ja nur das Beste auf dem Dach und im Keller und im Garten und vielleicht will er ja auch das Beste in der Garage haben und möglicherweise wartet er dann noch ein Jahr, ja, um die nächste Generation zu kriegen. Also ich bleibe dabei, wenn man eine Gesamtinvestition einer Photovoltaikanlage mit einem Hauskraftwerk und Wärmepumpe nimmt, spielt die Wallbox eigentlich gar keine Geige kostentechnisch mehr. Wenn Sie das sagen, Herr Ferenczky, dann wird das so sein. Sie müssen mir zustimmen. Also die Sendung taugt ja heute überhaupt nichts hier. So, jetzt hier was Kritisches. Ja? Eine Zuschauerreaktion. Wir haben den Film ja schon mal gestreamt bei Ortag und es gab eine Zuschauerreaktion, lese ich Ihnen mal vor. Scantrain hat geschrieben, das Holzhaus ist einfach toll. Aber was macht Familie Knall in den 3 Monaten, wenn die PV-Anlage nichts bringt? Also ich wäre bei der PV unter 10 Kilowatt Peak geblieben, würde auf die Netzeinspeisung verzichten und hätte für den Winter ein BHKW eingeplant. Was sagen Sie denn dazu?
Gute Lösung, auch gute Lösung, aber Familie Knall kann sagen, im Januar 24% autark und im Februar 60% autark. Echt gut. Ohne Verstromung fossiler Brennstoffe. Und ja, Blockheizkraftwerk in so einem Haus, ich will jetzt nicht die Diskussion aufmachen, aber ob die wirklich so wartungsfrei und dauerhaltbar sind wie eine Wärmepumpe, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber ja, man kann das tun. Also Herr Knall hätte auch einen Kamin noch nehmen können, um den Wärmebedarf... Das ist auch schon eine Verbrennung. Ja, ich kenne die ganze Diskussion, aber ich bin da nicht... Also sagen wir mal so... Ja, hätte man auch machen können, aber... Ihr Argument ist ganz gut, 24% im Januar. Was hatten Sie im Februar nochmal? 60%? Also letztlich, wenn man sich jetzt mal auf den 10-Kilowatt-Peak-Standpunkt stellt, wo auch immer der herkommt, ja, getrieben durch die De Minimis-Regel und diese elende Eigenstromumlage. Vermutung, ja? Die deutsche Eigenstromumlagevermutung. Also die hat Herr Knall ja widerlegt, weil mit 5,4 Kilowatt mehr auf dem Dach kann man ja, und zwei Modulen kann man ja im Winter auch sehr viel mehr holen und Elektroautos sowieso sehr günstig betanken. Ja, und wenn jetzt einer sagt, er möchte 100% Eigenstrom und dabei Erdgas verwendet, dann ist das sicher auch eine gute Sache. Brennstoffzelle auch, aber die Diskussion haben wir schon 100-mal geführt. Trotzdem bleibt die Konfiguration von Herrn Knall, die für einen Elektroingenieur und viele Elektriker sind ja noch immer Elektroingenieure und nicht Heizungsbauer, ist das halt eine tolle Lösung. Ja? So eine Wärmepumpe, ja, da fließt kein Brennstoff. Das stimmt. Es ist schon so eine Art Idealkonfiguration und trotzdem hat der Zuschauer recht, man kann das auch anders machen und wir haben ja auch Kunden, die das machen, aber ich kann es nicht genau sagen, auf 100 Wärmepumpen ein BHKW? Wenn es jetzt ein Altbau gewesen wäre mit einer anderen Heizungsanlage, dann eher. Und die Wärmepumpen tun sich schon schwer. Ja? Also, das sind ja alles Luxusprobleme, die wir besprechen. Tatsache ist, von 100 Häusern, von 100 Neubauten haben vielleicht, keine Ahnung, 25 Wärmepumpe oder 30, aber 65, 70 haben immer noch Gasthermen und noch schlimmer Ölheizungen, ja, die wieder beworben werden. Und unter 1% BHKW. Also man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Ja? Also wenn jetzt hier einer was gut macht, wie sagen Sie immer, dann muss man auch mal sagen, gut gemacht. Ja, ja, also ich bin da, Sie kennen meine Meinung, wenn ich irgendwas was mit 60% habe, finde ich schon hervorragend. Gigantisch. Also ja gut. Nochmal zu Scantrain und Sie kennen ja meine Aussagen in den Sendungen, dass Dr. Piepenbrink als... Produktentwickler, Ingenieur, seinen Technologie-Qualitätsfetischismus teilweise auslebt, indem er einfach die irrsinnsbeste Technik reinsteckt. Da sagen manche Zuschauer, Scantrain sagt das auch, muss gar nicht immer das Allerbeste sein. Hört er nicht gerne, ich lese Ihnen das mal vor. Außerdem sind die Akkus derzeit viel zu teuer. Herr Dr. Piepenbrink sollte mal über Akkus für den stationären Betrieb nachdenken, anstatt welche anzubieten, die für Autos konzipiert sind. Daher der extrem hohe Preis für die Dinger. Vielleicht sollten Sie nicht ganz so teure Akkus reinschrauben. Was sagen Sie denn dazu? Ja, jetzt müssen wir mal eine ordentliche Fachdiskussion führen. Das erste ist, welche Technik ist in den Akkus drin? Also es ist schon richtig, dass es keine speziellen Akkus sind, die für Autos gemacht sind, sondern richtig ist, dass immer mehr Zellen produziert werden, die sowohl in Autos als auch in stationären Speichern sind. Eine steht hinter mir von der Firma Samsung. Und bei uns sind also auch keine speziellen Automobilzellen drin, sondern Standardzellen, die in Autos und stationären Speichern eingebaut werden, damit wir eben sowohl von der Qualität auch vom Preis profitieren langfristig. Das heißt, so ist das nicht richtig. Und um auf den Preis zu kommen, können wir mal eine Sondersendung drüber machen. Also erstmal werden nächstes Jahr die Batterien für Hersteller leicht teurer, weil der Kobaltpreis steigt. Das heißt, wir haben ungefähr eine 4%ige Steigerung, weil im Kongo nicht genügend Kobalt reibungsfrei nach Korea und Asien und USA exportiert werden kann. Und langfristig hat er recht, werden die schon vielleicht etwas günstiger. Also es werden ja weltweit bis 2020 die Batteriekapazitäten auf über 100 Gigawattstunden ausgebaut, aber das wird alles vom Elektroauto aufgefressen. Von daher muss Scantrain auch mal einfach anerkennen, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, für so einen kleinen Markt wie Hausspeicher oder stationäre Speicher, der vielleicht 2-3% Marktanteil hat, wenn überhaupt, dass der überhaupt noch was kriegt. Also das Thema der nächsten Jahre ist nicht Preis, sondern Beschaffung. Ja? Das überreißen viele nicht, weil das kennt man, das sollte aber ein erfahrener Solateur wissen, weil der Markt ist kapazitätsgetrieben. Also solange die Batteriefabriken noch nicht genügend liefern,
kann der normale kleine E3DC oder ein Installateur oder ein Privatkunde nicht vom Preisverfall profitieren. Und das Dumme ist sozusagen, dass das Elektroauto den Markt zwar entwickelt, Richtung erneuerbar, aber es blockiert ihn auch sozusagen für die nächsten 10 Jahre. Und dann können Sie noch mal raten, wer dann der größte Batteriehersteller der Welt ist und wer die meisten Batterien produziert. Und das ist nicht eine Tesla oder so eine kleine Panasonic oder so ein Samsung, sondern es ist dann, sind dann Firmen wie Li Shen oder CATL, die jetzt, CATL baut jetzt schon doppelte Fertigungskapazitäten wie die Gigafactory auf. Und die, das sind selben, wenn die Chinesen eins haben, ist das Mut und Geld. Ja? Das heißt, die Diskussion kann man endlich fortsetzen, aber von günstigen Batterien. Und by the way, man kann ja durchaus behaupten, E3DC wäre teuer, was im Wettbewerbsvergleich nicht aufrechtzuerhalten ist. Aber das Günstigste, was wir anbieten, sind Nachrüstbatterien. Und da können Sie gerne mal unsere Installateure fragen. Also Sie sagen ja immer, ich bin Künstler, ja? Und kein Betriebswirtschaft. Brauchen Sie gar nicht zu lachen, Herr Piepenbrink. Ich sage das jetzt mal aus meiner Sicht an der ganzen Geschichte. Diese Preisdiskussion, die Wallbox wird noch billiger, die Batterie wird noch billiger, das ist für mich so eine, wie soll ich sagen, das ist eine Quatschdiskussion, weil ich habe eine Sendung neulich gemacht mit Herrn Rosemann in Feldenhausen, haben wir durchgerechnet, dass ich so eine Anlage, sagen wir mal, keine Preissteigerung reinrechnen, nach 10 Jahren ist die durch. So, ob die jetzt nach 10 Jahren oder 9,5 oder was weiß ich durch ist, wenn die Batteriepreise und die Wallbox-Preise noch ein bisschen sinken, das ist doch eigentlich, für mich ist das eine Banane-Diskussion. Wir können die Wirtschaftlichkeit von Energiewendetechnik inzwischen nachweisen. Die Leute sind nach 9 bis 10 Jahren durch mit der ganzen Technik. Da muss der Kram dann nur noch billiger werden? Das ist doch Scheindiskussion. Ich bin dafür, solche Anlagen sich hinzustellen und zu sagen, wir beginnen heute mit der Amortisation. Wenn ich jetzt noch auf billigere Batteriepreise warte, habe ich ja den Ertrag nicht von dieser ganzen Anlage. Das kommt ja noch schlimmer, weil, es ist so, die Wirtschaftlichkeitsrechnung ist deutlich in den Hintergrund getreten. Also ohne da jetzt Self-Fulfilling Prophecy zu betreiben, ich glaube, 4 von 5 Kunden rechnen gar nicht mehr, weil die das Thema verstanden haben und weil die Sparkasse schlechter rechnet. Was haben sie denn, wenn sie 10.000 Euro oder 50.000 Euro auf der Bank haben? Wir haben doch de facto Negativzinsen. Und grundsätzlich ist ja der Deutsche sehr preisaffin. Bei uns gibt es ja nicht nur bei der Nahrungskette, sondern so sonst eine Preissensitivität, die man zum Beispiel in England oder USA so nicht findet. Ja, ich kann nur sagen, was günstiger wird, sind nächstes Jahr Solarmodule. Das steht ja in jeder Zeitung. Das heißt, da haben Sie ja den Fall. Das heißt, schon noch mal 8 bis 10% und dann ist doch Ihr Lieblingsthema mit SolarWorld und die Chinesen haben jetzt die Kapazitäten und die sind nicht ausgelastet. Das heißt, das wird noch mal 10% günstiger im Modul. Batterien werden nächstes Jahr nicht günstiger und Stromspeicher auch nicht, weil warum? Weil ich kann nur für E3DC sprechen. Wir haben eine Nachfrage, die ist höher als die Fertigungskapazität. Wir liegen jetzt bei 500 pro Monat. Wir gehen auf 700. Das wird auch wieder nicht reichen. Und Scantrain muss sich dann entscheiden, ob er lange wartet oder. Es ist schon richtig. Also ich meine, wir brauchen nicht darüber reden, dass mit der Zeit die Sachen günstiger werden. Nur die Frage ist ja, werden sie wirtschaftlicher? Das wollte ich gerade sagen. Wenn ich jetzt, niemand macht folgende Rechnung auf, jetzt wären wir schon wieder viel zu lang in der Sendung, aber trotzdem nochmal, niemand macht folgende Rechnung auf. Die Leute sagen, ja, die Modulpreise wie Sie sinken um 10 bis 20%, das heißt, es werden nochmal 10 bis 20% mehr Verluste in der Modulproduktion gemacht, weil die sind ja jetzt schon nicht wirtschaftlich herzustellen. Okay, meinetwegen. So, jetzt nehmen wir mal an, die Batteriepreise sinken. So, wer rechnet jetzt sozusagen dagegen? Ich warte jetzt auf sinkende Preise von Modulen und Batterien und kaufe vom Netz zum doppelten Preis den Strom ein, als ich ihn selber jetzt produzieren könnte. Das kriegen Sie doch wirtschaftlich niemals hin, sondern Sie werden wahrscheinlich beim Warten auf billigere Modul- und Batteriepreise größere Verluste machen, weil Sie doppelt so teuer den Strom einkaufen, als wenn ich ihn selber produziere. Ja, das berechnet kein Mensch. Das stimmt. Und das Problem haben Sie ja sowieso nicht, weil wenn Sie jetzt so einen tollen Betrieb haben wie der Herr Bauer oder Sie haben als Privatkunde den Herrn Bauer, dann wird er bestimmt auch nicht super günstig verkaufen, aber er wird Ihnen immer gerechte Angebote machen, die immer die aktuelle Marktsituation widerspiegeln. Das heißt, wenn der Herr Bauer günstiger einkaufen kann, dann wird er das auch weitergeben. Und insofern ist die Frage absolut bei unseren E3DC-Partnern unangebracht, weil die regeln sich gegenseitig ein. Also, Ferenczky sagt in der Sendung, nicht warten, gleich die Amortisation starten lassen.
und mit der Energiewende so richtig beginnen und das macht Spaß und mit Familie Knall sind wir zufrieden. Mich begeistert einfach, dass sie Wärme, Strom machen können und noch 6000 Kilowattstunden für Mobilität übrig haben für so ein Haus, was eigentlich ganz viele haben könnten. Insofern ist das eigentlich ein richtig tolles Beispiel. Ja, und den Wohnwagen nicht vergessen, ist ja auch ein Stück Autarkie. Und Kinder haben sie auch noch. Kinder haben sie auch noch, ist auch noch nachhaltig. Alles klar. Ja, also das war die Analyse zur Familie Knall. Danke, Dr. Piepenbrink. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wo bei Autark, dem E3DC-Magazin. Vielen Dank.